Wir sind im Moment dabei, ein Seniorenmitwirkungsgesetz auf den Weg zu bringen. Mir geht es da darum, und insbesondere unsere Fraktion natürlich, nicht nur mir allein, geht es darum, dass wir auch der Generation, die immer größer wird und aufgrund der demografischen Entwicklung natürlich dann auch immer größere gesellschaftliche Bedeutung hat, auch entsprechende Mitwirkungs- und Mitgestaltungs- und Mitsprachemöglichkeiten anzubieten. Ein noch wesentlicher Punkt ist natürlich auch das selbstbestimmte Leben der älteren Generation. Und da geht es in erster Linie auch darum, dass wir das Angebot eben der ambulanten Pflege natürlich, das Angebot der stationären Pflege, aber auch andere substituierende Angebote entsprechend ausbauen und auf dem ländlichen Raum dann auch die Voraussetzungen schaffen, dass die Menschen auch dort alt werden können, wo sie die ganze Zeit ihres Lebens verbracht haben, beziehungsweise dort, wo sie verwurzelt sind. Und der ganz wesentliche Punkt, und das steht über dem Ganzen, ist, dass wir sagen, die Fürsorge für die Senioren, die Pflege, das soll eine kommunale Pflichtaufgabe werden. Pflichtaufgabe, keine freiwillige Leistung mehr. Es gehört genauso gut dazu wie die Kinderbetreuung, gehört auch die Seniorenbetreuung und die Möglichkeit, eben hier generationsüberschreitend dann zusammenzuleben. Wir sind der Meinung, dass das hier dadurch ein Stück weit attraktiver gemacht werden muss und gerechter vor allen Dingen, dass wir sagen, die sollen dann auch Rentenpunkte bekommen. Und zum anderen brauchen wir natürlich, wenn wir mehr Pflegeeinrichtungen haben, Pflegeplätze, Pflegende, braucht man natürlich auch mehr Pflegepersonal. Und das Pflegepersonal müssen wir auch künftig etwas besser bezahlen. Und das sind also diese wesentlichen Kernpunkte unseres Aktionsprogramms ländlichen Raum, und das heißt, dass insbesondere Altwerden in der Heimat. Ja gut, die Altersarmut zeichnet sich ja bereits während des Erwerbslebens ab durch geringes Einkommen oder eben auch natürlich insbesondere durch Themen wie soziale Fürsorge, die im Grunde das Erwerbsleben ein Stück weit unterbrechen. Und ich glaube, da müssen wir an verschiedenen Hebeln ansetzen. Für mich ganz wichtig das Thema Mindestlohn. Ja, wir brauchen durchaus, wie von vielen Fachleuten auch immer wieder in die Diskussion eingeworfen, irgendwo im Bereich um die 12 Euro Mindestlohn, um einfach da gewisse Grundvoraussetzungen zu schaffen. Das Wichtigste ist ganz einfach die Tatsache, dass diejenigen, die voll arbeiten, auch das volle Geld kriegen. Und was mir ganz besonders wichtig ist, wir haben immer gewisse Zielgruppen, die wir ansprechen, Pflege und so weiter, Erziehung. Aber eine Zielgruppe wird immer unten durchfallen gelassen, ja, immer. Das sind diejenigen, die draußen an den Förderbändern sind, ja, in der Produktion. Oder insbesondere auch die hinter der Ladentheke stehen, an den Kassen, in Supermärkten, die verdammt wenig Geld verdienen und die ihr ganzes Leben hart arbeiten, unter unmöglichen Umständen teilweise arbeiten und zum Schluss dann in die Altersarmut dann abgeschoben werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch diese Gruppe hier mit reinnimmt, weil das meines Erachtens mindestens eine gleich große Gruppe, die sich leider selber zu wenig meldet bzw. von der Gesellschaft oft am Rande liegen gelassen wird. Ich bin eigentlich ganz dankbar, dass ich hier eine wunderbare Kombination habe von Sozialpolitik und von Wirtschaft und von insbesondere auch von Naturheimat. Ja. Landwirtschaft heißt die Heimat bewahren, das heißt die Ernährungsgrundlagen sicherstellen. Und da gibt es im Moment ganz wesentliche Themen. Ein ganz wesentliches Thema, das in der Agrarpolitik vielleicht nicht ganz groß immer im Zentrum steht, das uns aber alle am meisten betrifft, das ist die Gesundheit unseres Waldes. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir den Wald rechtzeitig umbauen, dass er klimaresistenter wird, dass er mit schwierigen Umweltbedingungen klarkommt, dass er mit weniger Wasser klarkommt und insbesondere, dass wir die befallenen Bäume schnellstmöglich aus dem Wald rausbringen. Wenn wir das Altholz nicht rausbringen, ist das immer wieder Brutstätte für neue Schädlinge. Und dann vernichtet sich der Wald von selber. Und das ist ein ganz wesentliches Thema. Da geht es nicht einmal um die Wirtschaftlichkeit, da geht es in erster Linie um den Erhalt des Waldes als solchen. Und ein anderes Thema ist dann das Dauerthema der Landwirtschaft. Wer das verfolgt, das sind die sogenannten roten Gebiete, Düngemittelverordnung und so weiter, wo es einfach darum geht, dass die Landwirte im Grunde eben mit weniger Düngemittel, mit weniger Pflanzenschutzmittel, mit mehr Randstreifen, ja, mit mehr Umweltauflagen arbeiten. Und das gibt es also riesen Widerstände, dadurch, dass auch Referenzquellen genommen werden, die nicht unbedingt repräsentativ sind. Und da fehlt vielen Bauern Zukunftsglaube. Und meine Aufgabe ist es, oder ich nehme das so wahr, als einer, der aus diesem Stand rauskommt und einer, der ein Leben lang mit der Landwirtschaft gearbeitet hat, den Menschen eine Perspektive zu geben und sagen, das, was notwendig ist, das müssen wir machen. Aber dort, wo es fachliche Korrekturen gibt, die müssen wir auch veranlassen. Ja gut.
gut, wenn ich es mir wünschen dürfte, dann würde ich gerne Bayern in seiner Struktur in etwa so erhalten, wie sie jetzt ist. Das heißt also, dass die ländlich geprägten Regionen auch weiterhin ländlich geprägt bleiben mit etwas mehr Infrastruktur, dass wir eine gewisse Entschleunigung der Großstädte haben und dass wir in den ländlichen Zentren viele kulturelle, viele gesellschaftliche Angebote haben, sodass also hier das Leben in Bayern unabhängig von der Wohngemeinde, von der Wohnstadt dann letztendlich auch das Interessanteste und Impulsivste ist in ganz Deutschland. Ja, Tradition und Lebensfreude. Bescheidenheit und Demut. Ja, ich würde sagen, zentrale Schwaben. Ja, ich wünsche mir, dass nach wie vor von allen Menschen entsprechend gegrüßt, wertgeschätzt werde und auch wahrgenommen werde als ein Teil unserer Gesellschaft.